Hältst du dich für einen sportlichen Menschen? Oder sitzt du eher den ganzen Tag auf der Couch und schaust fern? Es ist Zeit, die Laufschuhe anzuziehen und sich zu dehnen, denn wir stellen unseren Körper bei der Akrobatik-Herausforderung auf die Probe. Hörst du das? Das ist der Klang von völliger Ruhe und Frieden. So ist es, Mädels. Es ist ein guter Zeitpunkt, um sich einen Moment Zeit zu nehmen und eins mit euren Gedanken zu sein. Auch wenn es bedeutet, vor dem Training etwas Kokosnusswasser zu schlürfen. Oh, ich könnte wirklich eine Limo zu diesem Burger gebrauchen. Was war das? Kann man hier überhaupt Post bekommen? Was steht denn da drauf? Eine kostenlose Akrobatikstunde? Oh, das könnte Spaß machen. Ah ja, das machen wir auf jeden Fall. Hey Claire, schau dir das mal an. Hä? Alice, schau mal, was mir gerade in den Schoß gefallen ist. Nee, ich sitze hier, danke. Da steht, es ist gratis. Ich glaube, wir müssen nur kurz darüber gehen. Wow, sind das die Lehrer? Oh, die sehen schon furchtbar nett aus, oder? Also, was sagst du? Sollen wir es mal probieren? Okay, diese erste Übung erfordert ein wenig Teamarbeit. Setzt euch auf die Knie eures Partners, während er sich mit dem Gesicht nach oben in einer Tischposition befindet. Jetzt die Füße unter die Achselhöhlen des Partners stecken. Wow, die ist so ausbalanciert, dass sie ihre Arme hochhebt. Oh, das sieht doch ganz einfach aus, oder? Okay, ich gehe zuerst nach unten. Du solltest dich besser auf dem Rasen stabilisieren. Oh, das ist schon ein ziemlich intensives Gefühl. Jetzt, wo Olivia in Position ist, kann Claire ihre Arme hochheben und ausbalancieren. Und die Antwort ist ein großes, fettes Nein. Oh, in Ordnung, lass uns das abschütteln. Dieses Mal geht Olivia nach unten. Okay, spring drauf, Claire. Oh, gut, die Beine sind eingeklemmt. Und wir sind wieder am Boden. Oh Mann, versucht euch zu fangen, bevor euer Kopf auf den Boden aufschlägt. Okay, Leute, lasst mich das mal probieren, okay? Jetzt bin ich unten, ja? Ah, ja, soweit, so gut. Pass auf dein Gleichgewicht auf, Alice. Wow, das ist gut. Die schaffen das tatsächlich. Oh ja, ich spüre definitiv meinen Bauch. Ja, gut gemacht, Ladies. Seht ihr? Mit ein wenig Teamarbeit und ein bisschen Körperkraft kann man so ziemlich alles machen. Diese nächste Übung wird dich mit viel Spaß ins Rollen bringen. Haltet euch einfach an den Knöcheln eures Partners fest und macht eine kleine Spritztour. Wow, wir haben noch nie so ein Salto gesehen. So schwer kann das doch nicht sein, oder? Es ist nur festhalten und rollen, richtig? Sieht so aus, als würde Claire zunächst auf dem Boden liegen und sich an Alices Knöcheln festhalten. Wenn ich nur bis zu deinen Knöcheln greifen könnte, ohne auf dich zu fallen. Ja, da haben wir es. Auf die Plätze, fertig, los. Hey, wir schaffen das. Wow. Ups, sorry, Olivia. Oh, darf ich mal abbeißen? Ich bin am Verhungern. Das Rollen regt den Appetit an, schätze ich. Schaut euch diesen nächsten Schritt genau an. Der ist ein bisschen kompliziert. Das sah ziemlich kompliziert aus, aber wir können das wahrscheinlich schaffen, oder? Oder besser gesagt, du und Alice können das schaffen. Wenn ihr euch gegenseitig gut festhaltet, könnt ihr versuchen, die Beine in die Luft zu heben. Mann, warum funktioniert denn das nicht? Na, das ist nicht gerade schön. Okay, Leute, das war der schlechteste Versuch aller Zeiten. Vielleicht sollte ich das mal versuchen. Oh, tut mir leid, Claire. Sieht so aus, als ob die Mädels genug davon haben. Die nächste Übung ist verdammt einfach. Also scheint es jedenfalls. Aber vielleicht denkst du das nicht mehr, wenn du es selbst mal probiert hast. Warte, das war's? Das ist der Trick? Das muss der bisher einfachste sein. Kommen wir zur Sache, ja? Moment mal, warum hebt mein Bein nicht den Rest meines Körpers hoch? Naja, wie sich rausstellt, ist dieser kleine Trick viel schwieriger, wenn man es selber versucht. Brauchst du ein bisschen Hilfe, Olivia? Ihr braucht vielleicht ein bisschen mehr Hilfe. Alice, warum versuchst du nicht das hier? Es ist unmöglich, dass ihr das beim ersten Versuch richtig hinbekommt. Also gut, den Fuß fassen und auf geht's. Ich sagte doch, hoch mit dir. Was? Du hast es tatsächlich geschafft, Alice. Und du hast es wirklich geschafft, Alice. Auch wenn du eine helfende Hand hattest. Mal bereit für die nächste Runde? Legt euch neben euren Partner und legt die Hände auf die Schultern des anderen. Dann verhakt eure benachbarten Beine, während einer von euch nach oben rollt. Hey, das sieht ziemlich spaßig aus. Versuchen wir es mal. Der erste Schritt besteht darin, die Arme und die sich berührenden Beine zu verhaken. Okay. Und okay. Jetzt mach dich bereit, nach oben zu rollen. Mädels, das ist die Stelle, an der man die andere Person hochzieht.
Ihr seht aus, als könntet ihr ein wenig zusätzliche Hilfe benötigen. Klemmt eure Beine so ein und schiebt dann... Ja, Claire hat definitiv einen Fuß ins Gesicht bekommen. Oh, das war ein komisches Gefühl. Ich habe doch nicht einfach meinen eigenen Zahn verschluckt, oder? Sieht so aus, als ob wir nach diesem Training zum Zahnarzt gehen werden. Heutzutage ist alles freihändig, ähnlich wie bei dieser nächsten akrobatischen Übung. Glaubst du, dass du vom Boden aus wieder auf die Beine kommen kannst, ohne die Arme zu benutzen? Ja, das Schwierigste ist vorbei. Und auf die Beine! Okay, Leute, hört zu. Ich bin ziemlich sicher, dass das was ist, mit dem wir umgehen können. Also gut, wir fangen offiziell an, ja? Boah, ich wusste nicht, dass diese Übung einen Snack beinhaltet. Seht euch das an. Ihr seht aus wie ein Haufen Würmer in einem Rennen. Ihr wisst, dass ihr für diese Übung kein Gras essen müsst, oder? Ah, das war's. Ich gebe auf. Mann, wir werden noch tagelang das dreckige Gras in unserem Mund schmecken. Sieht so aus, als ob jemand ein ganz besonderer Helfer wird. Du, komm mal her für eine Sekunde. Ich? Na gut, ich helfe dir. Wie schlimm kann es schon sein. Ja, aber irgendwas sagt mir, dass Alice es vielleicht bald bereut mitzumachen. Sieht so aus, als würde er dich bitten, sich auf deine Schultern zu setzen. Oh Mann, jetzt geht's los. Warte, was machst du mit meinen Beinen? Und los geht's. Ich hoffe, Alice wird da oben nicht zu schwindelig. Boah, heiliger Strohsack. Das sieht eher nach einer gefährlichen Tanzbewegung als nach einem akrobatischen Trick aus. Leute, lasst mich langsam runter. Mir ist ein bisschen schwindelig. Hey, habt ihr mich da oben gesehen? Vielleicht sollten Claire und Olivia es mit dir versuchen. Spring auf, Schwester. Wow, ich weiß nicht, ob ich dich von hier aus hochheben kann. Oh nee, Frau über Bord. Au, oh, das hat echt wehgetan. Olivia, vielleicht ist es eine bessere Idee, Alice auf deine Schultern zu setzen. Alles klar, Alice? Oh, ich glaube langsam, dass Olivias Schultern vielleicht nicht stark genug sind für diesen Stunt. Wow! Ja, wenigstens haben wir es versucht, oder? Und was machen wir jetzt? Oh, ich weiß! Warum reichen wir uns nicht die Hände und drehen uns auf die altmodische Art und Weise? Ach, es ist, als ob diese Freunde wieder kleine Kinder wären. So viel Spaß hatte ich seit Jahren nicht mehr. Ich bin froh, dass ich vorhin nicht diesen Burger gegessen habe. Aber bin ich vielleicht ein Idiot, weil ich mich zum zweiten Mal hintereinander drehe? Es wird Zeit, langsamer zu werden, bevor er wirklich die Kontrolle verliert. Ja, hab ich doch gesagt. Ah, da steht Gratis-Burger. Oh, das muss ich den Mädels sagen. Langsam, Olivia. Du solltest das Ding nicht zu schnell essen. Eine kostenlose Akrobatikstunde und ein kostenloses Mittagessen? Könnten diese Mädels mehr Glück haben? Na, wer ist denn der Kerl? Bitte sehr, meine Damen. Extremsport? Oh, wollt ihr euch das nach dem Essen mal ansehen? Okay, das ist offiziell der beste Tag, den wir je hatten. Habt ihr euch je gefragt, was es braucht, um solche akrobatischen Bewegungen zu beherrschen? Eine Menge Versuche offensichtlich. Bitte teilt dieses Video unbedingt mit euren Freunden. Und wenn ihr gerne mehr großartige Herausforderungen wie diese sehen möchtet, dann vergesst nicht, unsere YouTube-Seite 1-2-3-GO-Challenge zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!